Herzlich willkommen zur Passionsandacht der Evangelisch-Reformierte Kirche mit dem Westminster Bekenntnis. In dieser Passionszeit denken wir anhand des Johannes-Evangeliums über Jesu Leiden und Sterben nach. Das Thema dieser Reihe von Andachten ist Jesu Liebe bis ans Ende. Die Lesung aus den Psalmen ist heute Abend Psalm 62. Psalm 62. Nur auf Gott wartet still meine Seele. Von ihm kommt meine Rettung. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht allzu sehr wanken. Wie lange lauft ihr alle Sturm gegen einen Mann und wollt ihn zertrümmern wie eine überhängende Wand, eine rissige Mauer? Sie planen nur, ihn von seiner Höhe hinabzustoßen. Sie haben Wohlgefallen an Lüge. Mit ihrem Mund segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Selah. Nur auf Gott wartet still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. Vertraue auf ihn alle Zeit, o Volk. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Selah. Nur ein Hauch sind die Menschenkinder, ein Trug die Herrensöhne. Auf der Waage steigen sie empor, sind allesamt leichter als ein Hauch. Verlasst euch nicht auf erpresstes Gut und setzt nicht trügerische Hoffnung auf Raub. Wenn der Reichtum sich mehrt, so hängt euer Herz nicht daran. Eines hat Gott geredet. Zweierlei ist es, was ich gehört habe, dass die Macht bei Gott steht. Bei dir, o Herr, steht aber auch die Gnade, denn du verkielst einem jeden nach seinem Tun. Amen. Die Lesung aus dem Evangelium ist heute Abend Johannes 18, die Verse 1 bis 9. Johannes 18, Vers 1 bis 9. Als Jesus dies gesprochen hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Winterbach Kidron. Und dort war ein Garten, in den Jesus und seine Jünger eintraten. Aber auch Judas, der ihn verriet, kannte den Ort, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Nachdem nun Judas die Truppe und von den obersten Priestern und Pharisäern Dienern bekommen hatte, kam er dorthin mit Fackeln und Lampen und mit Waffen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus, den Nazarener. Jesus spricht zu ihnen, ich bin's. Es stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verriet. Und als er nun zu ihnen sprach, ich bin's, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Nun fragte er sie wiederum, wen sucht ihr? Sie aber sprachen, Jesus, den Nazarener. Jesus antwortete, ich hab's euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Damit das Wort erfüllt würde, das er gesagt hatte, ich habe keinen verloren von denen, die du mir gegeben hast. Soweit die Lesung aus Gottes Wort. Liebe Zuhörer, ja, nach dem wunderbaren Gebet, nach diesem einzigartigen, hohen priesterlichen Gebet Jesu, ändert die Lage sich drastisch. Jesus geht mit seinen Jüngern nach Gethsemane. Das wird hier nicht so erwähnt, nicht namentlich, aber das wissen wir aus den anderen Evangelien. Und Johannes erzählt nicht über das Ringen Jesu mit dem Willen Gottes, so wie es auch die anderen Evangelien sagen. Nein, im Johannes-Evangelium wird mehr die Bereitschaft Jesu betont. Die Bereitschaft, dass er diesen Weg gehen will. Dass er diesen Weg gehen will, dass er sein Leben selbst gibt. Im Johannes-Evangelium sehen wir noch deutlicher, dass Jesus trotz der schwierigen Umstände selbst Herr und Meister der Situation ist.
Als Jezus in Karten is, komt daar Judas der Verräter mit einer Truppe Soldaten. Diese Truppe Soldaten, das war eine Kohorte, ein zehnter Teil einer Legion. Und eine Legion war 5.000 bis 6.000 Soldaten, also eine Kohorte war dann 500 bis 600 Soldaten. Das ist wirklich eine ganze Menge. Vor allem, wenn sie nur kamen, um einen Mann festzunehmen. Wenn ich gegenüber so einer Truppe stehen würde, dann wäre ich bestimmt sehr beeindruckt. Aber Jesus ist das deutlich keineswegs. Er ist und bleibt der souveräne Herr und er greift hier selbst sogar die Initiative. Er geht auf die Gruppe zu und fragt, wen sucht ihr? Und sie antworten, Jesus den Nazarener. Jesus antwortet ganz kurz darauf. Er sagt nur, ich bin's. Buchstäblich sagt er eigentlich, ich bin. In den letzten Wochen habe ich über einige Ich-Bin-Worte gepredigt. Und das hier ist eigentlich auch so ein Ich-Bin-Wort. Und damit, aber hier sagt, fügt er nichts hinzu. Er sagt nicht, ich bin das Licht oder ich bin das Brot oder, nein. Aber trotzdem macht er hier klar, wer er ist. Vor allem wird es klar in dem, was danach geschieht. Er ist Gott, sagt Jesus. Er ist Yahweh, der gesagt hat, ich bin, der ich bin. Ich bin der Allmächtige. Und das wird auch allen 500 Soldaten dieser Truppe klar. Denn wenn Jesus diese machtvolle Worte spricht, weichen sie allen zurück und fallen zu Boden. Und das ist wieder mal ein Wunder. Ein deutliches Wirken seiner Macht. Die 500 Soldaten sind nichts im Vergleich zum Sohn Gottes. Es erinnert mich an Asterix und Obelix. Vielleicht kennst du die Comichefte auch. Wir haben eine Menge davon im Haus, in verschiedenen Sprachen. Und für Asterix und Obelix war eine Legion römischer Soldaten kein wirklicher Gegner. Sie tranken ihren Zaubertrank und die wurden alle in die Pfanne gehackt. Manchmal war es schon so, dass wenn Obelix nur geschaut hat, dass die römischen Soldaten schon vor Angst flüchteten. So etwa ist das hier auch. Auch wenn es hunderte Soldaten sind, sind sie für Jesus im Prinzip kein Gegner. Er hat alle Macht. Und wenn er sein Wort spricht, dann passiert etwas. Ja, was für eine Kraft hat das Wort Jesu Christi. Er ist der Logos selbst, das Wort Gottes. Und beim Propheten Jeremia lesen wir, dass Gott über sein eigenes Wort sagt, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Jeremia 23, Vers 29. Und etwas davon sehen wir auch in dieser Geschichte. Es zeigt noch einmal ganz klar, wer hier in dieser Welt und in dieser Situation das Sagen hat. Und nach dieser Szene fragt Jesus noch einmal, wen sucht ihr? Und es folgt die gleiche Antwort. Und Jesus erklärt noch einmal, dass er es ist. Aber dann denkt er auch wieder an seine Jünger. Vers 8, wenn ihr mich nun sucht, so lasst diese gehen. Und Johannes fügt dann hinzu, damit das Wort erfüllt würde, das er gesagt hatte, ich habe keinen verloren von denen, die du mir gegeben hast. Was für eine großartige Szene haben wir hier. Jesus, der bald sterben wird und dabei unter Gottes Zorn fast zusammenbricht, zeigt seine Macht durch ein einfaches Ich bin. Und die große Truppe, die gekommen ist, um ihn zu beeindrucken und gefangen zu nehmen, die fällt auf die Knie. Jesus hat alle Macht und hätte alles verhindern können, aber aus Liebe für uns, wegen seiner Liebe bis ans Ende, lässt er sich festnehmen. Aber auch in diesem Moment denkt er an seine Jünger. Er sorgt dafür, dass sie sicher sind. Das ist herrlich.
Het is kaum te fassen, wie großartig und liebevoll der Herr Jesus ist. Ich möchte noch kurz drei Dinge nennen, die diese Szene uns sagen will. Erstens, wie ist deine Reaktion auf Jesu Wort? Beugst du auch deine Knie? Fällst du auch vor ihm zu Boden, so wie die Soldaten damals? In Philipper 2 steht, dass in dem Namen Jesus sich alle Knie beugen wird, jetzt, in diesem Leben, freiwillig oder einst, am jüngsten Tag gezwungen. Wann beugst du die Knie vor Jesus? Zweitens, auch wenn die Situation unmöglich erscheint, darfst du doch wissen, dass Jesus stärker ist. In was für Situation du auch bist. Wir können uns als Christen manchmal sehr klein und schwach fühlen. Wir können denken zum Beispiel, dass kein Mensch Interesse am Evangelium hat. Aber in diesem Bibelabschnitt wird klar, dass Jesus immer stärker ist, wie feindlich Menschen ihm auch gesinnt sind. Er kann also auch in deiner Situation seine Macht zeigen. Und er kann auch die Person, die jetzt noch gegen Jesus ist, mit seinem Wort überwältigen. Drittens, Jesus lässt die Seinen nicht verloren gehen. Wenn du glaubst an Jesus und durch Wiedergeburt ein Kind Gottes geworden bist, dann bist du fest in Jesu Händen und kann niemand dich mehr daraus reißen. Dann darfst du wissen, Christus hält dich fest. Dein Erlöser liebt dich sehr. Christus hält dich fest. Lass uns beten. Herr Jesus, wir loben und preisen dich als König der Könige, als Herr der Herren, als der souveräne Herr dieser Welt und jeder Situation. Wir danken dir, dass du diesen Weg gegangen bist, den Weg des Leidens, des Sterbens, des Zorntragens für uns, damit unsere Sünden gesühnt werden und damit wir das ewige Leben empfangen. Herr, hilf uns das zu glauben und hilf uns dann auch jetzt schon die Knie vor Jesus in deinem Namen zu beugen, dass wir nicht einst dazu gezwungen werden müssen, sondern dass wir das jetzt schon gerne und mit Liebe und mit Ehrfurcht tun. Herr, ermutige uns auch, dadurch, dass wir wissen, dass du in jeder Situation stärker bist. Und so beten wir für die, die dich noch nicht kennen oder kennen wollen, die noch nicht zum Glauben an dich gekommen sind. So beten wir für unsere Verwandte, für unsere Kinder, vielleicht für unseren Ehemann oder unsere Ehefrau, für unsere Eltern, für unsere Geschwister. Herr, du weißt, an wen wir gerade denken, der so sehr das Evangelium braucht und der vielleicht jetzt noch so sehr dir feindlich gesinnt ist. Herr, überwältige mit deinem kraftvollen Wort diesen Leuten und lass sie zu deiner Nachfolger, ja zu deinen Kindern werden, aus Gnade allein. Und Herr, ermutige uns dann auch durch das Wissen, dass du uns nicht loslässt und dass keine Macht der Welt uns aus deiner Hand reißen kann und dass es nichts gibt, das uns von deiner Liebe trennen kann. Herr, wir preisen dich für deine Gnade. Wir bekennen, dass wir gesündigt haben, auch heute wieder. Vergib unsere Sünde. Reinige uns durch das Blut, das du, Herr Jesus, vergossen hast. Und erneuere uns mehr und mehr nach deinem Bild. Wir danken dir für diesen Tag und wache über uns diese Nacht. Und hilf uns dann wieder am neuen Morgen, das Leben zu leben zu deiner Ehre, in Erwartung des großen Morgens, des großen Tages, an dem in dem Namen Jesu jede Knie sich beugen wird, derer, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind.
Und jede Zunge wird dann bekennen, Jesus Christus ist Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Wenn mein Glaube schwindet, yeah.